Ein Bauernhof im Nordschwarzwald. Letzte Streicheleinheiten für den Ochsen Holm. Vor dem Stall wartet bereits der Schlachter. Der Landwirt Mario Zimmermann lässt seine Rinder direkt auf seinem Hof töten. In Deutschland ist das die große Ausnahme. Der entscheidende Unterschied zur verbreiteten Praxis bei Massenschlachtungen ist dabei der für die Tiere sehr belastende, mitunter 2 Stunden dauernde Transport zum Schlachthaus fällt weg. Wenn ich weiß, das Tier kann auf so eine Art oder darf auf so eine Art sterben, ist das sicherlich für mich auch entspannter und beruhigender, wie wenn ich das jetzt irgendwo weggebe und ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Seit 10 Tagen lebt Holm in einem abgetrennten Stallbereich. Er soll bis zum letzten Moment nicht ahnen, dass ihn der Metzger mit einem Bolzenschlag ins Hirn betäubt. Beim Fressen. Der Futtertrog lockt den Ochsen in das Gatter. Zimmermann empfindet eine große Dankbarkeit seinem Ochsen gegenüber und weicht ihm nun nicht mehr von der Seite. Ich nehme mir 2 Jahre Zeit für das Tier, bis man es aufzieht, bis es dann so weit ist, dass man es schlachten kann. Und dann muss man auch dann hinten aus die 2-3 Stunden Zeit haben, um das dann auch sauber abzuschließen, die Geschichte. Ja. Genau. Kommt er? Wunderbar. Bei Hofschlachtungen muss immer ein Tierarzt dabei sein. Tag, Herr Doktor. Hallo, Herr Hauf. Heute mal anders. Die Vorschriften sind streng. Zwischen der Betäubung und dem Stich am Hals zum Entbluten dürfen nur 40 Sekunden liegen. Der Bolzenschuss sitzt, das Tier ist bewusstlos. Der Metzger tötet den Ochsen mit einem Halsschnitt. Alles vorschriftsmäßig, bescheinigt der Tierarzt. Uhrzeit müssen wir noch eintragen. Nun läuft wieder die Zeit. Binnen 2 Stunden muss das Tier im Schlachthaus ankommen. In Baiersbronn hat man es aber nah, es sind nur 5 Traktorminuten. Den Schlachtanhänger hat die Kommune vor etwa 2 Jahren angeschafft. Mehr als 10 Landwirte bringen damit ihre getöteten Tiere in das lokale Schlachthaus. Davon profitieren die kleinen Betriebe vor Ort. Zucht, Verarbeitung und Verkauf bleiben in Baiersbronn. Während woanders viele kleine Höfe aufgeben müssen. Für sie ist der weite Weg in einen der wenigen Großschlachthöfe nicht mehr rentabel. Der Schlachthaus-Shuttle ist eines von mehreren Pilot- und Forschungsprojekten für mehr Tierwohl in Baden-Württemberg. Auch die Änderung des EU-Rechts zugunsten teilmobiler Schlachtungen wie dieser hat das Bundesland mit angestoßen. Auf Bundesebene unterstützt das Landwirtschaftsministerium den Ausbau der mobilen Schlachtung mit einem neuen Förderprogramm. Auf dem Hof in Baiersbronn geht Mario Zimmermann es bewusst langsam an. Hi Mädels! Er schlachtet nur alle paar Wochen. An den meisten Tagen umsorgt er von morgens bis abends seine 70 Rinder. Zimmermann hat seinen Betrieb vor 7 Jahren auf Bio umgestellt und sich dabei für die robusten Pinzgauer Rinder entschieden. Also Pinzgauer und ich, das passt einfach. Klar, Eigenlob stinkt ein bisschen, beide haben einen guten Charakter. Der eine erwartet vom anderen nicht zu viel. Und nicht zu wenig. Und von dem her passt es einfach. Mit der Umstellung liegt Zimmermann im Trend. Die Zahl der Biorinder in Deutschland ist in den letzten 12 Jahren um etwa 40% gestiegen. So, das Credo für mich ist immer alles in Maßen. Egal, auch beim Konsum. Und beim Rest, was die Tiere und die Landwirtschaft betrifft, mit der nötigen Verantwortung. Ankunft im Schlachthaus. Der Ochse ist seit 1/4 Stunde tot. Nun wird das Tier zerlegt, vor den Augen seines Besitzers. Ich bin nochmal jedes Mal dabei. Also nicht nur auf dem Hof bei der Geschichte, sondern auch im Schlachthaus. Und genau, man muss ja dann auch wieder aufräumen, wenn man geschlachtet hat. Und dass mein Metzger noch Feierabend kriegt, dann helfe ich natürlich mit, dass es wegen schneller geht. Von der Geburt des Tieres bis zu seinem Ende an der Fleischtheke ist Mario Zimmermann dabei. Die aufwendige Haltung und die Schlachtung haben ihren Preis. Im Hofladen kostet das Kilo Hackfleisch 16,20 Euro, das Hüftsteak sogar 39,50 Euro.
Zimmermann hat eine feste Stammkundschaft aus der Region. Die Abnahme ist meist gesichert. In rund 2 Wochen steht der Anhänger wieder bei ihm auf dem Hof. Dann ist die nächste mobile Schlachtung geplant.